Ja, schönen guten Tag. Christian Müller-Hergel, mein Name. Und ich möchte Ihnen heute wieder etwas erzählen in unserer Reihe Konzepte. Und zwar geht es heute um das Konzept der Psychose. Es gibt ja so in der Psychiatrie-Szene diese Idee transdiagnostischer Konzepte. Das heißt, die Vorstellung, dass ganz egal, welche Krankheit man hat, es eigentlich nur auf das Symptom ankommt und man versucht, dies zu mindern oder zu bekämpfen oder für den Person erträglich zu machen. In der Demenz gibt es natürlich häufig Formen der sogenannten Delusion oder Illusion, also Wahnphänomene. Das betrifft so 12 bis 76% aller Menschen mit Demenz irgendwann mal in ihrem Leben. Häufig der Diebstahlswahn, der Eifersuchtswahn, die Vorstellung, nicht alleine, also nicht zu Hause zu sein. Aber die Realität ist, dass Menschen mit Demenz oft ihre Meinung wieder ändern, also dass man sie von etwas anderem überzeugen kann, sodass die Frage ist, handelt es sich nicht eher um sowas wie Scheinwahn, eine Scheinillusion und nicht wirklich um eine Psychose. Gut, das hängt ein bisschen davon ab, was man unter Psychose versteht. In der Regel sagt man, dass ein Wahn dann gegeben ist, wenn ein Mensch an etwas festhält, an eine Überzeugung entgegen all dem, was andere Menschen denken und an dieser Überzeugung mit a priorischer Gewissheit festhält. Ja, in der Demenz ist das oft so, dass solche Vorstellungen durchaus mit bestimmten Umgebungs- oder Situationsbedingungen zu tun hat. Zum Beispiel lebt die Frau im Haus ihres Sohnes und empfindet, dass dies nicht ihr Zuhause ist. Oder sie erlebt eine fremde Pflegeperson in der eigenen Häuslichkeit und fragt sich dann, ist das jetzt eigentlich noch mein Zuhause, wo lebe ich denn hier? Oder es ist ein unfreundlicher Umgang und sie denkt, ja, jemand hat vielleicht mein Geld gestohlen. Ja, sowas kann passieren. Auch Menschen, die lebenslang ein Misstrauen gehabt haben, die immer eine stark paranoide Tendenz oder Persönlichkeitstendenz hatten, die neigen dazu, auch in der Demenz dann eher einen Diebstahlswahn oder auch sehr belastend einen Eifersuchtswahn zu entwickeln. Wenn man dann den Menschen aber ein Objekt wieder zeigt, das angeblich gestohlen worden ist, dann nehmen sie ihre Anschuldigung wieder zurück. Das heißt also, der Wahn ist durchaus so fluktuierend. Er bleibt nicht so rigide, nicht so fest wie in einer richtigen Psychose. Ja, oft werden natürlich auch Dinge verlegt, ja, oder verloren. Und wenn man sie dann wiederfindet, dann nehmen die Leute ihre Erklärungen zurück und entschuldigen sich sogar oft. Also Wahnvorstellungen in der Demenz scheinen also oft einen Kontext aufzuweisen, scheinen nachvollziehbar zu sein. Unerkannte Bedürfnisse, schwindendes Gedächtnis, Veränderung der Umgebung, andere Routinen, andere Menschen, die mich umgeben, die erklären das ein Stück weit. Auch Persönlichkeitsmerkmale, ja, spielen hier eine Rolle. Und letztlich versuchen die Menschen, sich irgendwie ihre Umgebung zu erklären, also daraus einen Sinn zu machen und füllen dann diese Lücke mit ihren eigenen Vorstellungen, die für sie dann auch subjektiv Sinn ergeben. Das widerspricht aber ein Stück weit der klassischen psychiatrischen Vorstellung einer Psychose als einer Vorstellung, die mit einer von Erfahrung unabhängigen Gewissheit festgehalten wird. So fest ist das also in der Demenz eben nicht. Es handelt sich also nicht um fixe Ideen, sondern eher um den Versuch, sich unter den Bedingungen kognitiver Defizite zurechtzufinden und sich einen Sinn zu machen über das, was um mich herum passiert. Insofern kann auch bezweifelt werden, ob die Gabe von antipsychotisch wirksamen Medikamenten bei solchen subjektiven Wirklichkeiten und Erklärungsversuchen wirklich angemessen sind. Ja, vielleicht müsste man eher versuchen, die Defizite aus den kognitiven Defiziten heraus zu verstehen und nicht als eigenständiges psychotisches Konstrukt. Ja, soweit mal heute ein paar Überlegungen zum Thema Psychose. Wie immer jetzt in der nächsten Zeit werden diese Videos zu Hause gedreht werden, weil wir aufgrund der Corona-Epidemie natürlich nicht im Büro sein können. Insofern sehen Sie uns die etwas hemdsärmelige, hausgemachte Qualität dieser Videos nach. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihnen alles Gute in dieser schwierigen Zeit.